Ich will so seinen Arsch. Guck mal, er will nicht loslassen, Chat. Er will gerade noch nicht loslassen. Er will nicht loslassen. Guck mal, wie er alles gibt. Es ist vergebens, junger Padawan. Er muss loslassen, Chat. Er muss loslassen. Er muss loslassen. Er hat keine Platten drin. Oh, mein armer Schatz. Ein armer kleiner Schatz. Gaffi ist voll stark, ne? Diese Linus, wie die heißt. Oh. Verstehe ich auch, by the way, nicht, Chat. Warum gibt es eigentlich keine Lootable Perks mehr? Das war voll das Upgrade, finde ich. Auf Caldera. Sentry, danke dir für den Tier 3 Sub im 5. Monat, mein lieber. Kuss. Liebe zurück, mein Freund. Vielen Dank für die. Für den dicken extra Support im 5. Monat. Timeouten immer voll viele. Scheint, das ist irgendein Problem. Ich sehe nicht mehr. Oh. Alles gut, ich hab Safe. Oh. Oh. Die Waffe war halt leider nicht gut. Hab den nicht gesehen, ich musste auf gut Glück schießen. Der hat einfach schon Loadout. Hans Landa im Gulag. Kennt ihr Hans Landa? Ich habe auch Packet Loss. Ah, jetzt weg. Ah, Landa, da sind sie ja. Moin, Andreas, was geht? Wir gucken mal rein, Xentry. Die Caldera Lobby ist halt leider sehr versweitet, aber vielleicht kriegen wir eine gute Runde hin. Das Soundsystem auch so viel besser. Win here and you return to the battlefield. Lose and your fight is over. Das für eine Waffe. Fight your way out of this, okay? Wie muss ich gegen so einen spielen im Gulag? Oh, ich hab ne Stim. Immerhin. Pardon. Ach, ich hab ne Smoke. Ne Flash. Jan Kubilay, danke. Moin, 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 moin. Was sniped der? Aber nicht auf mich, oder? Werde ich jetzt sterben, weil der hier abaimt? Vielleicht. Oh oh, Chat. Gulag Token. Gulag Token. Gulag Token. Hans Lander ist, Digga, in Christoph Waltz, Chat. Wer von euch liebt Christoph Waltz? Ich schwöre, Christoph Waltz, wenn du das je hörst, ich hätte so gerne ein Foto mit dir. Du bist für mich der beste deutschsprachige Schauspieler, den es gibt. Christoph Waltz, ich hätte gerne ein Foto mit dir. Ich bewundere dich für dein Talent, Schauspieler zu sein. Und ich würde gerne mal mit dir quatschen.
Und meine Lieblingsrolle von dir ist natürlich neben Django eine Rolle davon. Weiß nicht, wie hieß er da nochmal? Aber meine Lieblingsrolle von ihm ist auf jeden Fall Hans Landa in Inglourious Basterds. Als Standartenführer. Hans Landa. Das ist so ein Kracher. James Bond ist ja auch krass, ja, aber wie gesagt, für mich Inglourious Basterds ist insane, was der Mann da macht. Die Anfangsszene aus Inglourious Basterds, Chat 1, wenn ihr mir zustimmt, die Anfangsszene aus Inglourious Basterds ist eine der besten Szenen der Filmgeschichte. Ohne zu übertreiben. Das ist geisteskrank, wie gut wie die Szene ist. Das ist wirklich geisteskrank. Wie er das spielt und so. Auch mit dem Vater. Unfassbar. Inglourious Basterds. Was das angeht, ein sehr, sehr geiler. Also, geil im Sinne von gut halt, ne? Brauche ich jetzt hier wieder. Gottes Willen. Ja, ich kann mir einfach zwei Thronen kaufen und Self. Und das alles an einem Shop. Ja, es ist doch schon. Ist denn schon einer? Problem ist hier halt, die Leute spielen halt leider Geist, ne? Ist halt ekelhaft. Ich sehe einen Tango jetzt. Hier unten. Indicating Waypoint. Und er benutzt jetzt gerade den Ballon sogar. Ach, nö. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Ach, nö. Ja, die Anfangsszene ist insane, ja. Ist wirklich krass. Vom Schauspielerischen halt her, ne? Digga, wie schnell man noch einfach reinaimt und so, ne? Guck mal, ich hab die jetzt hier null auf ADS-Time gebaut, guck mal. We can overflight inbound. Die haben irgendwie alle Geist, ne? Brauchen wir auch wieder. Der da hat Geist. Auf die Range ist die Waffe halt... Also kann man die halt gut kontrollieren, ne? UAV is out of fuel. Chat, und ich kann Bunny hoppen, guck mal. Wollen wir dem mal einen Finisher geben mit Daddy? Natürlich hört der mich. Oder hat mich leider schon gehört gehabt. Tonstille war halt auch echt einfach geil, ne? Wenn ich überlege, in Verdansk, wenn man Wagers gespielt hat und man war alleine gegen vier Leute, egal wie gut die war, man hatte Daddy an, man konnte so geile Plays machen. Recon Intel inbound. UAV, das ist der Typ da oben, der Bounty auf mich hat? Könnte gut sein, ne? Er liegt da einfach, Digga. Was passiert hier? Naja. Nicht so einfach mit der Waffe. Und er hat da wirklich den Ultra-Heady. Aber wir sind Gucci. Haben wir eigentlich sogar, ich wollte mir sogar ein Kompliment machen. Wir treffen echt gut mit der Waffe und dann einmal nebengeaimt. Ist echt aber nicht einfach mit der EM2. Vor allem bin ich ja auch gar nicht mehr drin, ne? Warum habe ich mich eigentlich gerade so schnell revived? Das ging voll schnell. Habe ich einen Perk gefunden? Mit welchem Perk revive man sich schneller? Ey, auch wie einfach und simpel das Inventar einfach ist. Recon Intel inbound. UAV beginning flyover. Zusammenfliegen. Ah, das habe ich glaube ich sogar. Der Mann ist hier unten, ne? Level 5, Digga, der Arme. Der Arme. Ehrenjäger. Oh,
Ich hab keinen coolen Finisher drin bei dem. Shit. Attack on Titan. Wo sind die Attack on Titans, Jungs? Und Fans. Guck mal, ich kann einfach hinter der Claymore stehen und krieg keinen Damage. Ist in Warzone 2, by the way, nicht mehr so. In Warzone 2 kriegt man immer Damage. Sogar hinter der Claymore. Will man easy Lobbys? Ja, schon. Aber sind halt dann oft dieselben Leute drin, ne? Und es dauert man schon ein bisschen. Aber man findet eigentlich immer Lobbys, ja. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Wo hat er auf mich geschossen? War das nicht von hier? Komm, wie schnell man klettert, das ist geistkrank, ne? Recon's up. Ja, der kämpft ja mit Geist irgendwo, ha? Weiß auf den. Lobby is so dead. Lobby is dead. Oh, das ist schlechtes Timing. Unlimited, danke dir für 30 Monate, heilige Makrele, du sagst es. Danke schön für 2,5 Jahre. Ich hoffe, alles fresh bei dir. Minus 4, minus 3,99, Vision. Weißt, bei dir macht das keinen Unterschied, wenn du wieder den jungen Hüpfern die Sneaker wegschnappst und sie dann teuer verkaufst, aber bei anderen schon. Überall ein Shop. Ja, das ist auch krass, ne? Die Shop-Verteilung. Ist auch viel besser, ja. Ich hab High Alert schon. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Chat, auch nochmal ein Handshake für Michel in den Chat. Michel hat mir letztens geholfen. Ich hab mein Wasser, also PC ist ja von Michel. Er hat mir da kurz geholfen, wie ich das Wasser auffülle. Da habe ich wie ein richtiger PC-Bauer meine Wasserkühlung selbst aufgefüllt. Ich glaube, ich werde jetzt hier gleich sterben, weil hier irgendjemand richtig ehrenlos kämpft. Ach du Scheiße. Da mehr, dann rap. Heiliger, heiliger Kracher. Das war fast ein Kracher gewesen. Na, so knapp war es jetzt nicht vom Kracher, aber der war schon gut. Ich glaube sogar, in Caldera haben viele Leute am Schluss High Alert gespielt, ne? Glaube ich. Putain, nick ta mère, putain. Hm, wieso, Digga? Weiß gar nicht, wie oft ich das, also wie oft man das hört als Zocker. Alles gut. Ich habe den Typ da gerade einfach gehört, ne? Wie geisteskrank gut ist denn das Soundsystem? Dreckender Hurensohn. Whoa. Chill, bro, it's not that deep. Nee, aber bei Firestack kostet eine Drohne immer noch 3k.
Ja, das ist krass, das wusste ich nicht. Jetzt leben irgendwie 10 Leute in der Fitze. Was ist das für eine Lobby? Sniped er da auf mich? Oh, One-Shot-Sniper, du, der hätte es auch echt dead, ne? Der war richtig sauer, ja. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Ja, ich weiß, Jackson, ich kenne das. Ich weiß, dass es geht, ja, aber... Ja. Beeindruckt mich jetzt nicht ungemein. Aber er sieht schon smooth aus, auf jeden Fall. Hallo? Der wie smooth auch C4 war, ne? Also C4 werfen ging hier ja so schnell in dem Game. Man, die Map ist einfach so schlecht. Den hast du dir verdient, spielst auch noch mit ihm. Ach, Digga. So, die ganzen Wörter da, was die sagen, ist echt halb so wild. Erst beim Zocken noch generell die Wörter, Digga. Wer das noch ernst nimmt, sowas wie Uso oder so, der ist eh nicht mehr zu helfen. Aber ja. Beim Zocken ist sowieso, sagt man eh so viele Sachen, die man nicht so meint. Aber ich glaube, der hat so gemeint, um ehrlich zu sein. Digga, einfach Big Game Bounty, ja? Wie schön ist bitte ein Big Game Bounty, hallo? Big Game Bounty. Wo ist der Dude? Seht ihr den? Ich sehe ihn nämlich nicht. Da ist er. Die Armagera, ne? Ist wirklich OP, ne? Also die ist wirklich sehr stark. Die Armagera hier, ne? Die wurde auch nicht mehr wirklich verändert. Die ist echt sehr strong. Was ist das hier? Ah. Your team is in the top 5. Let's be the last. Enemy UAV active. Ja, der hat Geist. Ach du Scheiße, Digga, er war der Überschwitzer, ne? Holy crap. Der war todeskrass. Recon Intel inbound. Och nö. Och nö. On the move. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Stand by for coordinates.
I'm trying to see this guy. You got gas inbound. Safe zone relocated. Digga, wie schnell bewegt er sich? Hallo? What the fuck? Airstrike target designated. Got your request. Cluster strike is active. Ich dachte, das wird jetzt ein Freak-Win, aber das sieht überhaupt nicht so aus. Question is, where is this guy? Er hat sich so schnell bewegt vorhin. Ich glaube, er hatte Kali-Sticks oder so in der Hand. Oder man bewegt sich einfach so schnell und ich hab's vergessen. Wo ist er denn jetzt? Das macht mir Angst. Er macht mir Angst, Chat. Where is he hiding? Wo ist er? Oh, Bro. Ja. Warum? Wie geschenkt bekommen? Ja, die ist in diesem, wo die ganzen Koffer sind, glaube ich. Was ist denn passiert mit deiner Maus? Warum ist sie kaputt? Hast du PC? Vielleicht auch nur PC neu starten. Ansonsten kannst du meine Maus nehmen. Ja. Hinten in dem Hub einfach. Was? Ja. Genau die gleiche. Sag mir nicht, Motherfucker! All targets eliminated. Wow. Hold on, wait a minute. I'm not gonna do that. Wenn dann mobst meine Maus. Motherfucker, you win this fucking lobby. Motherfucker, you get cancer and die without your family. He's hacking. Fake tryharder, fake pro player, suck my fucking dick. This game is broken. Who? Was denn jetzt?